Soll ich mein Kind in der Schule anmelden oder soll es nicht doch lieber noch im Kindergarten bleiben? Diese Fragen stellen sich jedes Jahr viele Eltern. Es gibt doch einiges zu berücksichtigen und mit diesem Video möchte ich Ihnen bei der Entscheidung helfen. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Schon bei der U9, also im Alter von 5 Jahren, geht es nicht selten um die Frage, wie es denn ein Jahr später sein wird, wenn das Kind in die Schule kommen soll. Ich kann dann nach Durchführung der U9 mit genauer Untersuchung und Beobachtung des Kindes durchaus ein Statement abgeben, ob das Kind von seiner körperlichen, motorischen, sprachlichen und kognitiven Entwicklung her grundsätzlich auf einem guten Weg zur Schulreife ist oder nicht. Von großer Bedeutung aber ist auch, was sich in den kommenden Monaten, im kommenden Jahr noch alles tut. Und da erleben viele Eltern oft Überraschendes. Gerade in der Zeit zwischen dem 5. und 7. Lebensjahr kann ein Kind sich rasend schnell vorwärts entwickeln, was vorher undenkbar schien. So kann zum Beispiel ein neuer Freund oder eine neue Freundin plötzlich ein Vorbild werden und wie ein Magnet wirken oder ein Umzug völlig neue Möglichkeiten eröffnen, sodass ein ungeahnter Push-Effekt erzeugt wird. Und deshalb empfehle ich bei der U9 vor allem den Eltern, die vom Gefühl her eher dazu neigen, ihr Kind lieber noch im Kindergarten zu lassen, sich nicht zu früh festzulegen und die mögliche positive Entwicklung ihres Kindes abzuwarten, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Die Reife eines Kindes für die Schule ist nicht nur durch die körperliche, sondern auch durch die mentale und vor allem soziale Reife bestimmt. Das sage ich Ihnen bestimmt nichts Neues, aber was heißt das alles konkret für die Entscheidung zur Schulanmeldung? Von den Erzieherinnen im Kindergarten bekommen Sie eine Einschätzung und Beobachtung, wie sich Ihr Kind im Stuhlkreis und gegenüber den anderen Kindern verhält, wie ausdauernd es beim Basteln und beim Spielen ist. Sie selbst beobachten bei Ihrem Kind, wie lange es bei entsprechenden Tätigkeiten wie Malen oder Lego-Spielen durchhält. Aus meiner Sicht ebenso ganz wichtig sind folgende Fragen. Beschäftigt sich Ihr Kind mit schulischen Dingen? Interessiert es sich für Schulranzen, Schulmäppchen? Hat es Freude an den Aufgaben in den Vorschulheften? Möchte es auch Hausaufgaben machen wie der große Bruder oder die große Cousine? Und auch nicht unwichtig ist die Frage nach den Freundinnen und Freunden Ihres Kindes. Was machen denn die? Gehen die vielleicht alle in die Schule? Und bleibt Ihr Kind dann als einziges großes Kind im Kindergarten zurück? Dazu fällt mir ein Beispiel ein. Wegen der Aussage der Erzieherinnen im Kindergarten, das Kind sei noch so verspielt, wurde ein Kann-Kind nicht eingeschult, obwohl es objektiv durchaus schulreif gewesen wäre. Die Folge war, dass dieses Kind ein Jahr lang bis zur endlichen Einschulung jeden Abend mit einem Buch in der Hand im Bett saß, heulte, jammerte, dass es auch lesen lernen möchte, wie all ihre Freundinnen, die alle vor ihr in die Schule kamen und dabei teils nur wenige Wochen vor ihr Geburtstag hatten. Dieses Kind langweilte sich als einziges großes Kind in seiner Gruppe ein Jahr lang im Kindergarten unendlich. Ihm hatte man mit der Nicht-Einschulung keinen Gefallen getan, im Gegenteil. Und verspielt, im Sinne, dass es gerne Spiele spielt, ist dieses Kind heute mit 33 Jahren immer noch. Ich möchte mit diesem Beispiel einfach nur zeigen, dass eine Rückstellung nicht in jedem Fall zum Vorteil des Kindes ist. Was passiert dagegen, wenn unreife Kinder in die Schule kommen? Mir fällt dazu ebenfalls ein Beispiel ein. Ein 6-jähriger Junge, von dem die Mutter von den Erzieherinnen im Kindergarten zu hören bekam, dass es in der Schule niemals gut gehen würde, weil er sich im Kindergarten an keine Regeln hielt, sich aufführte wie ein Hans Dampf in allen Gassen. Dieses Kind war von der ersten Stunde an in der ersten Klasse ein Musterschüler. Die Schule mit ihren klaren Regeln und ganz sicher auch einer guten Lehrerin führte bei diesem Kind zu einer nie erwarteten Verhaltensänderung in die gute Richtung. Ich weiß, Sie wollten eigentlich lieber, dass ich von einem zu früh eingeschulten Kind berichte,
das in der Schule völlig überfordert ist, abhängt, stört und zum massiven Problemfall wird. Leider gibt es das natürlich auch. Und natürlich wäre es besser gewesen, ein solches Kind nicht einzuschulen. Die Folgen sind dann entweder der Wechsel in eine Förderklasse oder die Wiederholung der ersten Klasse. Ein Wort auch zu einer Bemerkung nicht weniger Eltern, dass sie ihr Kind deshalb noch nicht in die Schule geben wollen, weil sie ihrem Kind die Unbeschwertheit der Kindheit nicht so früh nehmen wollen. Das mag im Einzelfall für das Kind auch das Bessere sein, vor allem dann, wenn es sich im Kindergarten wohlfühlt. Denken Sie dabei gleichzeitig bitte immer auch an mein Beispiel von dem Mädchen, das sich im Kindergarten langweilte, weil es das einzige große Kind in der Gruppe war und ein bitteres ganzes langes Jahr darauf wartete, endlich auch lesen lernen zu dürfen. Und dann gibt es auch die schüchternen, die ruhigen Kinder, die man deshalb lieber noch im Kindergarten lassen möchte, weil sie doch so ruhig und schüchtern sind. Glauben Sie ernsthaft, dass sich diese Eigenschaft durch ein weiteres Jahr im Kindergarten mit dann hauptsächlich jüngeren Spielgefährten in der Gruppe irgendwie verändern würde? Diese Kinder werden auch ein Jahr später ruhig und schüchtern sein. Bedenken Sie, in jeder Gruppe gibt es neben den normalen oder durchschnittlichen immer auch den oder die größten und kleinsten, dicksten, dünnsten, ruhigsten und lautesten, die defensiven und aggressiven. Apropos aggressiv. Ein aggressives Kind wird von einer Rückstellung und einem weiteren Jahr im Kindergarten wenig profitieren, wenn es nicht gleichzeitig seine Aggression zu bändigen lernt, zum Beispiel durch ein soziales Kompetenztraining, und die Möglichkeit bekommt, seine überschießende Energie, zum Beispiel durch regelmäßige sportliche Betätigung, sinnvoller loszuwerden. Jetzt hoffe ich zum Schluss, dass ich Ihnen mit meinen Bemerkungen eine Hilfe bei Ihren Überlegungen sein konnte. Und ich bin auf Ihre Kommentare und Erfahrungen gespannt.